ich bin ich. Das allein ist meine Schuld. Boah, übelst Partystimmung hier. Ich bin hier. Ich bin ich. Das allein ist meine Schuld. So ein fröhliches Partylied. Ich bin hier. Ich bin ich. Wir sind jetzt, wir sind hier. Partymix, Big Mix. Knabber Spaß hoch 8. Ja, wir haben jetzt fertig gesungen. 12 vor 10, nach 9 Uhr. Wir haben jetzt hier ein bisschen Party. Party. Geht zu sehr ab, Mann. Ah, warum ist denn das Licht aus? Keine Ahnung, ich glaube Stromausfall. Ich geh mal schnell nachgucken, ja? Okay. Scheiße. Wenn Mutti nicht da ist, dann haben wir das Auto und Jakob ist heute da. Gestern war Julia da, heute Jakob. So, keine Ahnung, kannst du das Bruder fragen oder quatschen jetzt oder. Filmst du schon wieder? Ja, ja, natürlich filme ich. So wie gestern. Bist du noch, wo Julia da war? Erzähl mal, Jakob. Ja, gestern war Julia da. Wir haben uns ein bisschen gefeiert und Zingster gespielt und so und getrunken. Ja, und wir saßen da gerade so und haben so ein bisschen. Ja, geredet und auf einmal geht das Licht aus. Oh, wir haben so erschrocken. Ich sag, das war richtig gruselig. Das Licht ausgeht. Ja, war, weißt du, mitten im Reden, dann es war wie in so einem Horrorfilm. Wie in einem Horrorfilm, ja, aber es ist sowas passiert nicht nur in Horrorfilm. Das kannst du mir aber glauben, das weißt du noch. Ich gucke da oft genug irgendwelche Dokumentationen oder so. Wie die einen, warst du dabei, als ich die geguckt habe? Warst du dabei, als ich die geguckt habe, die welche Dokumentation? Denn? Über Roßlau? Nee, ich glaube Wasserbock nicht. In Roßlau? Nee. Wo soll es auch spuken? Also da haben genug Leute schon, naja, darum geht's ja klar, haben genug Leute schon gesehen, also die da direkt daneben wohnen, also gegenüber oder so, dass da irgendwelche Lichter und sowas rumschwirren und alles. Also könnte man ja eigentlich mal hinfahren, oder? Wie, und dann irgendwelche Geister suchen oder was? Ja, warum nicht? Und wenn ich dann lieber wirklich auf dem Rummel und dann ins Geisterhaus oder so, das ist bestimmt spannender als sagen. Ja, aber das ist für Kinder. Roßlau ist für Große, ne? Aber ich meine, das ist ein ganz anderes Kaliber. Haus, da ist nichts drin. Ja, aber Roßlau ist ja nicht so weit weg. Ja, ihr habt das Auto. Stimmt, nächste Woche haben wir das Auto. Ja, schon. Könnte man machen, wollen wir hin. Eigentlich schon, wäre geil, oder? Nee, ich weiß ja nicht, ob das so. Haus? Hä? Naja, verschlossenes Haus eigentlich. Ja, Nervenkitzel. Naja, das klingt aber dann schon wieder nicht so. Dann fahre ich nicht mit euch beiden alleine, das könnt ihr mir glauben. Dann frage ich lieber Julian, ob die noch mitkommt. Ja, die ist dann schon so viel Schiss, ey. Die kriegt einen Nervenzusammenbruch. Nee, dann, ne? die hat so gesagt, sie hat nächste Woche Zeit. Na gut, dann. Dann frage ich sie nachher mal. Ja, auch fast zu viel, das kann mal lustig werden. Ja. Na gut, dann rufen wir mal an, ne? Gut. Wollen wir drauf anstoßen? Stoß mal drauf an. Mach mal das mal. Auf Roßlau, auf die Geister. Prost. Warum kommst du mit nach Roßlau? Also ich hatte schon länger vor, eigentlich einen Ort zu besuchen, an dem es paranormale Erscheinungen gibt. Aber ehrlich gesagt, ich habe es immer wieder verdrängt, verschoben, dann kein Geld, irgendwo hinzufahren. Und dann der Stromausfall, der war, hat mich eigentlich wieder drauf gebracht, endlich ein bisschen mal durchzuziehen und da mal hinzufahren irgendwo. Und ja, und alleine ehrlich gesagt will ich es aber nicht machen, das wäre mir irgendwie ein bisschen zu blöd. Zu langweilig, wenn man da alleine rumläuft. Und da bin ich schon ganz froh, dass ja, die anderen alle mitkommen. Ja. Ja, warum fahre ich da mit? Eigentlich nur wegen Micha, der hat ja dann seine Lacke mit seinem paranormalen Zeug da. Und da werde ich dann mal mitfahren und ihm dann eine Freude tun. Mal schauen. Ja, ich fahre mit, weil. Wir haben das Auto und ich dachte, es kann bestimmt lustig werden, nein, Fußball ist nicht. Aber mit den anderen drei ist das bestimmt auch cool. So, ein verlassenes Haus. Mal schauen.
Frage eigentlich nur durch Lisa. Also sie wurde ja auch sozusagen durch ihren Freund so ein bisschen gedrängt. Und ich meine, kann ja ganz witzig werden. An Geister glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber mal gucken. Wartet mal kurz, ich will noch einmal kurz filmen. So, wir sind jetzt angekommen in der Wasserburg in Oslo und wir wollen heute auf Gespensterjagd gehen. Und Gespenster, naja. Aber ich stelle erstmal alle vor, wer hier so alles ist. Julia. Ja. Und Jakob, mein Bruder. Ja, und wir wollen heute Oslo, Gespenster suchen. Julia, du hast doch auch was hier. Ja, ich habe hier noch so eine kleine Geschichte über die Burg Roßlau. Ich lese mal vor. Die Burg Roßlau ist eine Wasserburg bei etwa 58 Meter über den Null in Ortslage in der Straße am Schlossgarten 18. Ja, bla bla. Die ältesten Teile der Burg stammen aus dem 12. Jahrhundert. Boah. An gleicher Stelle stand aber bereits eine slawische Siedlungsburg. Eine sklavische. Untersuchungen an den Gemäuern haben ergeben, dass bislang aber lediglich die Aussage vor 1400 für die Bauzeit getroffen werden kann. Klar ist, dass in einer ersten Bauphase Wohnturm und Ringmauer entstanden und später zwei weitere Bauten, die sich nur in geringsten Fundamentenresten belegen lassen, folgten. Besondere Merkmale dieser mittelalterlichen Burg sind der... repräsentative Wohnturm und die aufgefundene mittelalterliche Warmluftheizung. Bei Ausgrabungen. Ja, okay, es war sehr informativ hier. Dankeschön für diese. Alles klar. Diese. Kommen wir jetzt. Mal auspacken. Ja. Auf ins große Kabinett. Hier, mach die Kamera aus und trag. So, hier ist die geheimnisvolle Burg. Da irgendwo werden wir dann drin hocken, wenn wir überhaupt reinkommen. Ich finde das sowieso total bescheuert. Warum sind wir eigentlich... Die Idee war das noch. Ja, ich frage mich auch, warum sind wir hier mit? Frag mich. Warum? Nein. Ja, echt mal. Also bekloppt findest du den ja gar nicht, oder? Ja, ja. Wenn es erstmal dunkel ist, dann wird es bestimmt unblick. Ja. Ich glaube, ich höre schon. Hör sie schon kommen. Echt jetzt? Ist die Tür zu oder wie? Oh ne, ja, also wir können eigentlich gleich wieder zurückgehen. Das war eh eine scheiß Idee, hallo? Ach komm, jetzt mach. Nee. Seid ihr bescheuert? Hallo, nicht? Das ist voll gefährlich, hallo? Scheiße. Hallo? Ey, wir kommen noch in den Knast wegen euch. Ich quatsch jetzt hier auf, das ist doch geil. Ah. Das hätte ich dann halt. Oh. Oh Mann. Oh nee. Okay. Okay. Mach das scheiß Ding erstmal raus. Ja, wir haben. So, jetzt sind wir drin. Ich weiß echt nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich habe keine Lust mehr. Ey, hör auf. Oh, wartet auf mich. Echt bescheuert. Ja, wir riechen es etwas. Ey, geht's noch? So. Hey, gut, ich mach erstmal aus. Blöde Idee, oder? Ja, wir machen mal jetzt weiter.
Ich bin dafür, dass wir hier bleiben. Nee, weiter. Wir gehen weiter rein jetzt. Gucken wir mal rum. Nee, komm, können wir nicht erstmal hier bleiben? Was wollt ihr denn hier? Hier ist es schon gruselig genug. Ja, aber jetzt sind wir einmal hier. Jetzt bleiben wir dann hier sitzen oder was? Und echt, warten, ne? Das ist echt Quatsch eigentlich, oder? Lass uns mal weitergehen. Ich fand die ganze Idee blöd. Ja. Warum seid ihr dann überhaupt mitgekommen? Weil sie sitzen ja auch nicht. Ich ja auch. Ach nee. Nee, komm, weiter rein. Kannst du nicht erstmal gucken? Kommst du mit? Ja, komm, lass gehen. Nee, ich bin alleine gelassen. Hallo? Ja, komm. Ja, ich auch. Na gut, Micha. Dann gehst du erstmal, ich bleib hier, wenn ihr redet. War eine Scheiße, ja. Wie stehst du zu Jakob? Jakob, Lisas Bruder halt. eigentlich verstehe mich eigentlich ganz gut mit ihm. Manchmal ein bisschen zu abgehoben, ein bisschen zu cool, aber eigentlich ist er meistens okay. Jakob, was soll ich dazu sagen? Ist halt Jakob, Lisas Bruder. Und er kommt mit, zum Glück. Also Jakob ist mein Bruder. Wir waren schon als Kinder immer zusammen und haben ganz viel, wir haben uns richtig gut verstanden und ich kenne ihn halt auch sehr gut. Und wenn er irgendwelche Probleme hat, dann bin ich auch für ihn da und helfe ihm dann. Ja.